Ingo Lenzen kontaktiert sofort Sarah Grüner, damit diese einen Brief an die Bank aufsetzt. Im Anschluss ruft der Anwalt seinen Mitarbeiter Ben Handke an, der sich zwischenzeitlich vor Ort umgesehen hat. Ich habe eine Sache gesehen, von der ich dachte, das ist interessant für uns sein konnte. Ich habe so eine Armband gefunden. Davon habe ich dir auch schon ein Bild geschickt. Und es hat mich an diesen Bäumen erinnert. Der hat doch so eine Vorliebe für so einen Dinger. Kannst du mir ein Foto von dem Armband schicken? Habe ich doch schon längst. Ach super, okay, perfekt. So nur Holz, Schwarz, keine Ahnung. Zumindest hat es mich an diesen Bäumen erinnert. Okay, alles klar. Sehr gut, danke, bis später. Bis gleich, mein Lieber. Das ist das allerletzte, dass ihr mir hier den scheiß Brand, den ich durchgehen wollte. Bleib mal ruhig, Freund. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Eine zu blühende Fantasie oder was ist los? Jetzt langsam. Alles gut. Was ist los? Was machen Sie hier? Posaune hier überall rum, ja, dass ich den Trag abgefackelt habe. Die Posaune überhaupt nirgendwo, überall alles rum. Aber es gibt natürlich schon ein paar Hinweise drauf, dass es war, oder nicht? Welche sollten das sein? Na, gucken Sie sich das mal an. Dann sagen Sie mir, ob es Ihres ist, diese Armband. Das kenne ich doch. Ach, Sie kennen es. Das haben wir doch vor Jahren im Urlaub gekauft. Ja, das ist ja Massenware, ja. Das gibt's doch wie Sand am Meer. Ja? Was heißt denn Massenware? Ja, naja. Kann man überprüfen lassen, ne? Das wäre mir recht. Ganz einfach mit einer DNA-Probe. Und dann wissen wir, wem dieses Ding gehört. Machen wir das. Mann, das Armband gehört nicht Papa, okay? Papa würde sowas niemals machen. Das ist mein Armband. Er hat mir das Geschenk von Papa. Hör doch mal auf zu lügen. Du willst wieder nur deinen Vater schützen. Du bist total bescheuert. Garantiert nicht. Du suchst nur entschuldigen, damit ihr euer Scheißgeld von der Versicherung bekommt. Deshalb soll Papa jetzt den Kopf hinhalten. Ey, wirklich, ich hab keine Lust mehr auf eure Scheiße. Ganz ehrlich, nee. Ach komm. Komm, bleib hier. An diesem Ausbruch erkennt Ingo Lenzen, dass offenbar nicht alle Familienmitglieder gut mit dem Patchwork-Modell zurechtkommen. Doch familiärer Stress ist nicht das einzige Problem, wie Ben Handke erfährt, während er vor dem Haus auf seinen Chef wartet. Ja, natürlich. Warte mal ganz kurz. Greta kommt gerade aus dem Haus. Okay, warte mal. Ich melde mich gleich bei dir, okay? Alles klar, bis gleich. Alles klar. Hey, Greta, ist alles okay? Ben, hast du das Mädchen gesehen? Ja, ich hab das Mädchen gesehen, aber sie schien sich nicht gefreut zu haben, mich zu sehen. Sie hat das hier gerade aus ihrem Buch gerissen. Liebes Tagebuch, ich bin so glücklich. Und guck mal, wenn sie da anguckt. Meinst du, die ist in Malte verliebt? Also, wenn du mich fragst, sieht ganz schön danach aus, oder? Jetzt könnte es natürlich sein, dass sie es ist, ne? Also sie ist verliebt und kann es nicht ertragen, ne? Dass die beiden da so enge sind und will das Glück von den beiden kaputt machen. Wäre doch denkbar, oder? Komm. Gut, und ich rufe Sarah an. Die soll sich auf dem Social-Media-Kanal von dem Mädchen mal umgucken. Das kann zumindest nicht schaden, ne? Ja, komm. Die Indizien nähren den Verdacht, dass Greta in ihren Stiefvater Malte Steinkamp verliebt sein könnte. Fraglich ist nun, ob der 44-Jährige etwas von den heimlichen Gefühlen seiner Stieftochter weiß. Herr Lenzen? Es gibt ein paar neue Erkenntnisse, die wir gerne mit Ihnen besprechen würden. Halten Sie kurz? Bitte. Danke. Danke. Also wir wissen mittlerweile von der Frau Grüne, unserer Mitarbeiterin, dass Herr Bäumann Alibi hat. Also er kann es definitiv nicht gewesen sein. Für uns bedeutet das, wir müssen jetzt wieder die Augen in alle Richtungen öffnen. Und wir haben da auch schon was. Das ist richtig, ja. Und zwar hat Greta das in einem Wutanfall aus ihrem Buch gerissen und weggeschmissen. So, auf den ersten Blick ist es ja vielleicht nichts Besonderes. Aber wenn Sie sich das jetzt mal genauer anschauen und die Handlung sehen, dass sie es rausgerissen haben, dass es nicht mehr will, nicht mehr dazu steht, und sich den Blick von dem Mädchen mal anschauen, dann könnte man doch vielleicht auf die Idee kommen, dass sie sich vielleicht in sie verguckt hat. Irgendwie habe ich da schon ein Leuchten in den Augen. Ja, ich finde das auch. Was ist, wenn der Herr Lenzen recht hat? Wir hätten nicht so schnell zusammenziehen sollen. Das ging alles viel zu schnell. Was ist, wenn sie das freundschaftliche Verhältnis falsch gedeutet hat? Das ist doch Blödsinn. Greta ist nicht in mich verliebt. Das hätte ich mitbekommen. Das ist Quatsch. Doch,
Vielleicht haben wir da irgendeinen Fehler gemacht. Was hältst du davon? Du und Sina. Ja. 2 Wochen zu deiner Schwester. Bitte? Was? Was wird das jetzt? Damit wir alle mal wieder runterkommen können. Zweifelst du ernsthaft an unserer Beziehung? Nein, aber ich denke einfach... Nein, das wird mir alles zu viel, weißt du? Ich glaube das jetzt alles nicht. Seit Wochen plane ich es. Ich wollte dir schon immer einen Antrag machen und habe nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Und gerade sowas wie jetzt dachte ich, ist noch besser, wenn ich dir beweise, wie stark und toll unsere Liebe ist. Und ich verstehe es nicht. Nein, hab keinen Bock mehr. Aber ich liebe ihn doch. Ich weiß. Lass ihn. Er braucht vielleicht einfach nur ein bisschen Zeit für sich. Okay? Doch möglicherweise hält die Beziehung zwischen Christine Schwarzer und Malte Steinkamp den Belastungen auch nicht stand. Dabei kann Ingo Lenzen erst einmal nicht helfen. Doch sein Brief an die Bank zeigt Erfolg. Aber warum haben die das eigentlich eingelenkt? Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe denen natürlich gesagt, dass wir mit einer einstweiligen Verfügung kommen und so weiter und so weiter. Vielleicht ist aber auch so, dass die Verständnis für die Situation von Herrn Steinkamp und Frau Schwarzer hatten. Und dass sie deshalb gesagt, okay, wir frieren dieses Geschäftskonto nicht ein. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben die auch Angst davor, dass sie nachher auf den Schulden sitzen bleiben, weil die nicht zurückbezahlt werden können. Okay. Und wollen deshalb einfach die Chancen denen nicht verbauen, dass das Geschäft doch noch weiterläuft. Okay, verstehe. Ha? Also auf jeden Fall können wir da jetzt mal Entwarnung geben. Okay. Ist Greta eigentlich wieder aufgetaucht? Nee. Nie? Nein. Und sie macht sich natürlich wahnsinnige Sorgen. Natürlich macht sie sich Sorgen. Ja, muss ganz ehrlich sagen, als ich damals Stress mit meiner Mom zu Hause hatte, bin ich halt auch zu einem Kumpel gegangen, hab da 1-2 Tage gepennt. Aber ich hab meiner Mom Bescheid gegeben. Ja, na klar. Nee, Frau Schwarzer weiß gar nichts. Ja, das ist ja... Ich weiß nicht, wo ihre Tochter ist. Das geht nicht, Mann. Oh, warte mal, Sarah ruft an. Sarah? Hi Ingo, so, ich habe mir jetzt mal das Social-Media-Profil von der Greta angeguckt. Und zwar hat sie da so ein ganz süßes Foto von ihrer Mutter mit dem Foodtruck gepostet und hat ganz stolz drunter geschrieben, dass sie das halt voll cool findet, dass ihre Mom endlich ihren Traum lebt. So, und dann hat ein Follower, der hatte den Nickname My Diary, dann einen ganz gehässigen Kommentar drunter verfasst und meinte, ja, er hofft, dass aus dem Traum ein verdammter Albtraum wird. Ach was. Und dann ist immer mal klar, dass irgendjemand diesen Traum Foodtruck neidet. Sag mal, wissen wir wer hinter diesem Nickname My Diary steckt? Oh ja, das weiß ich. Und ihr kennt die Person sogar. Diese neuen Erkenntnisse will Ingo Lenzen umgehend der Patchwork-Familie unterbreiten. Was Sarah Grüner noch herausgefunden hat, soll sich als bitterböse Überraschung für Christine Schwarzer und Malte Steinkamp entpuppen. Na, wie geht's? Gut? Prima. Ich hätte ja gern gehabt, wenn alle da gewesen wären. Also, wenn auch Greta anwesend wäre. Aber, oh. Ach, Greta. Was machst du denn? Ich hab mir so eine Sorgen gemacht. Du kannst doch nicht einfach über Nacht wegbleiben. Was denkst du dir dabei? Mir leid, dass ich mich die ganze Nacht nicht gemeldet habe. Ich bin verrückt geworden von lauter Angst. Ich war bei Steffi, Mama. Ich war einfach alles zu viel. Weißt du, ich bekomme eine Nachricht, von wegen, dass ihr denkt, dass ich in Malte verliebt bin. Wie kommt ihr denn auf sowas? Wegen dem Foto, was du zerrissen hast. Mama, das ist nur ein Bild. Also ich glaube, das Thema ist jetzt ad acta. Aber dafür haben wir ein anderes. Sina. Hm? Du weißt, wovon ich rede, ne? Nein. Nein? Weißt du nicht? Nein. Wir zeigen dir mal einen Auszug aus deinem Social-Media-Account. Ja, dieses Foto hier. Okay. Wo die Christines Mund und die Augen durchgestrichen hast. Das war ich nicht. Sina, My Diary ist dein Social-Media-Account, das wissen wir. Nein, das ist nicht meine. Schau mal. Wieso sollte ich sowas machen? Das kann ich dir erklären und ich kann es sogar verstehen. Du hast Angst gehabt, dass deine Mama... dass die in Vergessenheit gerät. Nein. Das ist das, was dich innerlich zerreißt. Und deshalb konntest du es einfach nicht ertragen, dass jetzt auf einmal der Traum von deiner verstorbenen Mama und dem Papa von den beiden hier gemacht wird. Und Mama ist nicht mehr dabei, ne? Und das hat dich zerrissen. Und deshalb hast du versucht, diesen Plan zu verhindern, indem du den Foodtruck abgefackelt hast, oder? Ja, ich war... Aber es ist alles im Affekt passiert. Ich wollte das nicht wirklich. Aber nachdem ich den Verlobungsring gefunden habe, den du für Christine gekauft hast, ich hatte Angst, dass du Mama vergisst und das schon längst vergessen hast. Und ich wollte, dass das alles außer Kontrolle geraten. Ich wollte ihn einfach nur nicht
funktionsfähig zur Eröffnung machen, aber es ist mir leid, es ist alles aus Kontrolle geraten. Es muss dir nicht leid tun. Mir tut's leid, dass ich das nicht mitbekommen habe, deine Ängste und Sorgen, aber ich dachte, wir hätten alles im Vorfeld schon längst besprochen. Und deine Mama werde ich nie vergessen. Glaub mir. Mama, ich wollte deine Mama wirklich nie ersetzen. Es tut mir leid. So. Aber ich glaube, jetzt sollten wir versuchen, in die Zukunft zu gucken. Sina Steinkamp wurde wegen Brandstiftung zu Sozialstunden verurteilt. Die Versicherung übernahm den Schaden, sicherte sich aber einen Regressanspruch. Christine Schwarzer konnte Sina verzeihen und mit Malte ihren Foodtruck eröffnen.